Signore, egregi signori, mi trovo a fare un po' di retrospettiva di un periodo che a me sembra molto lontano, ma che comunque ha rappresentato qualcosa di importante nel Canton Ticino. Nel 1987, nel mese d'agosto, il consigliere di Stato Giuseppe Buffi, quello che poi ha portato in porto l'Università della Svizzera Italiana, mi ha chiesto di accettare un mandato per promuovere la collaborazione tra il Canton Ticino, le scuole politecniche federali e le università. L'ho accettato volentieri anche per i rapporti di grande reciproca fiducia che allora regnava almeno con una parte del Consiglio di Stato. Nell'espletazione di questo mandato, all'inizio del 1981, c'è un otto di troppo, nel primo semestre, o meglio, non c'è la distanza tra l'88 e il primo semestre, si è riusciti, dopo una memorabile visita a Zurigo, alla direzione del Politecnico Federale di Zurigo, dove presidente era il professor Hans Bühlmann, si è riusciti a intravedere un primo progetto, e questo primo progetto era la realizzazione del centro Stefano Francini sul Monte Verità. Il mese di luglio il professor Bühlmann, presidente, era particolarmente soddisfatto di come procedevano le relazioni, il lavoro, la collaborazione col Canton Ticino e mi ha detto: sto pensando a un altro progetto, ma non mi ha detto cosa. Ende August ungefähr, ich erhalte eine Einladung von Professor Ursprung, Heinrich Ursprung, Präsident des ETH-Rates, für eine Sitzung in Bern mit beiden Präsidenten, Professor Bühlmann und Professor Vito der Technischen Hochschule in Lausanne. Ich war ein bisschen überrascht, was ist los? Ich hatte seit dem Studium, der eigentlich zurückgeht, in den 60er Jahren, ich hatte immer sehr gute Kontakte mit der ETH Zürich. Und die konnten helfen, ein bisschen vorzusehen, was hätte passieren können am 7. September 88. Ich wurde zuerst gratuliert für die Art und Weise, wie das Projekt Stefano Francini eigentlich erfolgreich weitergeführt werden konnte. Und dann die Meldung, aber das nächste Projekt, das Nationale Rechenzentrum in Kanton Tessin, sei eigentlich nicht möglich, aus terminlichen Gründen und auf Probleme der Telekommunikation zwischen dem Süden und dem Norden der Alpen. Das Parlament hatte eigentlich diesen 40 Millionen Kredit zeitlich beschränkt auf den 30. September 91. Ich hatte glücklicherweise eben einige Informationen erhalten. Ich hatte auch immer noch zu tun, wie später noch mehr, mit der Telekommunikation und mit der Telekom PTT. Und ich konnte in einem Telefonanruf das Problem der Schwierigkeiten der Telekommunikation regeln. Nicht den Preis, aber die technische Möglichkeit. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, einen Bauvorhaben, der eigentlich sich besonders eignen könnte, aber das Ganze musste ich innerhalb wenigen Tagen schaffen. Ich habe dann diese Gegenbeweis gebracht und dann kippte eigentlich sofort die Stimmung und der Präsident Ursprung hat gesagt zu Präsident Bühlmann, dann scheint es möglich zu sein,
dann muss eine richtige Machbarkeitsstudie gemacht werden. Dafür soll der Professor Bühlmann eine Taskforce bilden. Was innerhalb wenigen Tagen gemacht wurde, in dieser Taskforce war Professor Zender, Gusti Zender hier anwesend, sein Mitarbeiter Schindler, Dr. Fiorenzo Scaroni, der war dann im Rechenzentrum der ETH Zürich und ich selber als Vertreter des Kantons Tessin. Und dann ging es eigentlich unglaublich rasch. Wurde festgelegt am 14. Oktober ersten Zwischenbericht, was auch pünktlich eigentlich bei Professor Bühlmann deponiert wurde, mit außerordentlich positiven Prognosen. Und inzwischen muss ich aber sagen, es gab einige Bedenken oder mehrere Bedenken in Lausanne. Theoretisch mit der Begründung, es sei nicht sehr interessant für den Kanton Tessin. Wer die Geschichte der Rechenzentren in der Schweiz kennt, der wichtige Argument war ein anderes. Früher hatte man immer einmal in Zürich, einmal in Lausanne einen großen Supercomputer beschaffen. Und diese Lösung war ein bisschen ein Störfrieder in der Landschaft. Und man fürchtete, dass dann dieses System nicht mehr weitergehen würde. Dann die Politik, wie immer, versucht immer Kompromisse zu finden, auch wenn sie nicht vernünftig sind. Und auch diese Beschaffung in beiden Schulen ging auf jeden Fall weiter. Der zweite Termin, der festgelegt wurde, war 28. Februar, Schlussbericht. Und am 28. Februar waren wir im Büro von Professor Bühlmann. Wir haben diesen Schlussbericht präsentiert. Er war absolut klar, die Lösung ist machbar innerhalb der Termine, die eigentlich vom Parlament festgelegt wurden. Worin bestand die Lösung? Ein Unternehmer, Silvio Tarchini, hatte in der Gegend, in der Gemeinde Manno, auf dem Gelände, der SBB gehörte, und er einen Flächenbaurecht erhalten hatte, hatte die Pläne für verschiedene Bauten. Und eines dieser Gebäude passte wunderbar zu einem solchen Vorhaben, weil er hatte eine Grundfläche von 5000 Quadratmeter. Man brauchte überhaupt nicht die Baueingabe und die Baubewilligung, die schon vorlag, zu ändern, weil es handelte sich nur um eine interne Restrukturierung des Gebäudes. 28. Februar, 8. März, es war eine ungerade Jahreszahl, deswegen war eine 10 Tage später, positiver Entscheid der Schulleitung der TH Zürich. 29. März, 3 Wochen später, positiver Entscheid des ETH-Rates. Mitte Mai 1989, positiver Entscheid des Bundesrates auf Antrag von dem damaligen Chef des Departements des Inneren, Flavio Cotti, mit dem Auftrag an beiden Departementen, Finanz und Departement des Inneren, die Mietverträge mit der Tarchini abzuschließen. Es war einen wichtigen und sehr erfreulichen Moment. Deswegen habe ich geschrieben, Champagne, obwohl die Finanzkontrolle des Parlaments lässt ihn auf Bundesebene keine Champagne trinken. Das hat schon einmal Dölfi Ogi eine Rüge bekommen. Ein Monat später beginnt der Sturm. Beginnt eine sehr heftige Kampagne
in der Presse eines Unternehmer, der später berühmt und berüchtigt für die Gäste aus dem Ausland wurde, die zweite Bezeichnung nicht tradotta. Der Giuliano Vignasca, der später, ich glaube, er ist in der ganzen Schweiz bekannt, teilweise für seine politischen Taten, ein bisschen weniger für alle die Strafurteile, die er gesammelt hat in seiner Tätigkeit. Dann der Bundesrat. Der Bundesrat hat dann das Projekt sistiert und hat eine neue Prüfung möglichen Alternativen verlangt, mit einem Satz auch vom Beratungsbüro, die eigentlich noch näher alle möglichen Lösungen hätte prüfen sollen. Mitte Februar war es soweit und dann der Bundesrat hat die beste Lösung bestätigt, das war die erste Lösung. Die Frage war Mitte Februar 90, 30. September 91, es war eigentlich mehr als knapp. Und die Frage war, kann man noch rechtzeitig eigentlich das Rechenzentrum in Betrieb nehmen? Die Antwort war, es war nicht zu spät. Aber nicht wegen der Mühlen der politischen Entscheide, sondern wegen einer ganz anderen Art von Unternehmer, der oben erwähnte Silvio Tarquini, welcher ohne eine Vertragszeile seitens des Bundes eigentlich hat weitergebaut nach den Plänen, die genehmigt waren, auf eigenem Risiko. Herr Silvio Tarquini ist hier. Und dann war an diesem Zeitpunkt war der Bau eigentlich schon weit vorgeschritten und am 30. definitiv am 30. September 91 konnte der Supercomputer der Nippon Electric Company in Betrieb genommen. Es gab eine kleine Feier in Manno. Es war eigentlich ein sehr wichtiger Moment. Ich habe dann eigentlich mein Mandat zurückgegeben am Regierungsrat, Mission erfüllt, was eigentlich diesen Vorhaben eigentlich betraf. Ich war auch nicht zufrieden, wie eigentlich die ganze Diskussion und Entscheidungsverfahren im Tessin lief. Das ist der Grund, wieso ich eigentlich meinen Mandat zurückgegeben habe. Ich hatte versucht zu erklären, es hat keinen Sinn, ein Rechenzentrum in Tessin in einem Gebäude und rundherum nichts vom Tessin und von der Forschungstätigkeit im Tessin. Und ich hatte die größte Mühe zu überzeugen, mindestens die Fachhochschule der Sektor neuen Technologien eigentlich dort zu bekommen. Und dann irgendwann hat man genug und dann habe ich gesagt, jetzt Mission erfüllt, sollen andere weitermachen. Damit bin ich fast am Ende. Ich muss sagen, jeder Anfang ist schwierig. Der Anfang des CSCS in Manno war auch schwierig. Ich muss eigentlich klar sagen, die personellen Entscheide des damaligen Präsidenten der ETH Zürich, es war nicht mehr Professor Bühlmann, waren nicht glücklich. Meine Sorge war, obwohl ich nicht zu entscheiden hatte, aber meine Sorge war, wenn ein solches Rechenzentrum
auf dem Lande, in der Peripherie, irgendwo, sagte man zum Beispiel in Lausanne, in der Wüste errichtet wird, dann muss man auf jeden Fall versuchen, dass der Beginn eigentlich wirklich sehr gut funktioniert. Und die Idee war, gibt es nicht in der Welt irgendeinen anerkannten Spezialist, der eigentlich die Führung übernehmen kann? Es gab einer, der auch bereit war, sprach auch Italienisch, sprach auch Deutsch, sehr bekannt, auch mit Entwicklungen der Massiv-Parallel-Computing. Aber es gab kein Gehör dafür. Und ich habe mehrere Jahre mit großen Sorgen eigentlich gesehen, wie die Entwicklung wirklich nicht erfreulich war. Aber wenn man genügend beharrlich ist und inzwischen auch neue Leute, neue Ideen, neue Visionen entwickeln können, dann kann es immer noch eine gute Lösung geben. Und aufgrund dieser guten Lösung, aufgrund auch der Zusammenschluss zwischen ETH Zürich und Universität della Svizzera Italiana, heute können wir eigentlich mit gutem Gewissen eigentlich eine wunderbare Institution feiern. Es dauert ein bisschen lange, aber ich bin überzeugt, heute ist das CSS eigentlich so entwickelt und auf einem so guten Pfad gekommen, dass es eigentlich noch sehr lange Jahre eigentlich weiterentwickelt werden kann. Was mit der Technologie passiert, weiß man nicht. Es gab immer Prognosen in der Geschichte der Technologie und die meisten waren falsch. Deswegen mache ich auch keine Prognose. Ich warne nur, man muss immer bereit sein, eigentlich die neuen Entwicklungen eigentlich aufmerksam zu verfolgen, um rasch genug eigentlich reagieren zu können. Ich danke für diese Einladung. Es gibt von Zeit zu Zeit noch seltene Gelegenheiten, an diese Geschichte zu erinnern. Aber ich habe es gerne gemacht, weil ich finde, was hier realisiert wurde, ist für das Kanton Tessin, aber auch für die Schweiz eigentlich eine wunderbare Lösung. Und ich bin dankbar auch beim neuen Direktor, der eigentlich mit solchem Elan das Ganze weiterführt. Danke, meine Herren.